Es ist so, dass natürlich immer Trial and Error dabei ist und wir uns auch mal vertun mit dem, was wir uns da denken. Oh, ich sag mal zu Stefan, boah, Stefan, kein Bock, ey, so viel Aufwand. Und da stolpert irgendwie einmal am Tag in meinen Laden rein. Und die schlechte Nachricht ist, ich werde aus Einhornshausen wegziehen. Da ist die Treppe. Schöner als ich mir vorgestellt habe. Ja, absolut. Wir schreiben uns Sachen auf, To-Do-Listen, die wir ansprechen. Man muss das machen. Wenn man das nicht macht, dann hat man keine Chance. Dann passieren einfach ekelhafte Sachen. Und ich kann mich noch an eine Situation erinnern, als wir echt überlegt haben, so kurz, wir verkaufen das Grundstück wieder. Raus aufs Land. Ich will diese Vorzüge von Frankfurt weitererleben. Ich möchte immer mal wieder an Wochenenden nach Frankfurt kommen. Vor allem auch, weil mein musikalischer Mikrokosmos, der findet hauptsächlich in Frankfurt statt. Ich lege super gerne im Kabinett der Kuriositäten auf. Hier kann jeder sein, wie er will, und jeder hat so seinen eigenen Space, in dem man sich so ausleben kann, wie er es fühlt. Frankfurt ist nicht per se schlecht, diese schnelllebige Gesellschaft ist nicht per se schlecht, nur für mich ist es gerade einfach zu viel geworden. Der Leistungsdruck, die Versagensangst, die Zukunftsängste, dass man nirgendwo mehr Fuß fassen wird. In meiner kindlichen Vorstellung wollte ich genug Geld verdienen, um ein Haus bauen zu können und eine Familie ernähren zu können. Und habe immer mein großes Vorbild in unserem Onkel gesehen, der in seinem schönen Anzug zu den Familienfeiern kam und ein gestandener Anwalt ist. Diesem Vorbild bin ich gefolgt. Ich habe Jura studiert und ich kann es nicht anders sagen, ich habe gelitten wie ein Hund in diesem theoretischen Studium. Frankfurt ist für mich super krass mit dem ganzen Thema Jura und dem Jurastudium verbunden. Und das ist für mich kein leichtes Thema. Also von meinem Ausbildungsstand her bin ich Diplomjurist, sprich ich habe mein erstes Examen abgeschlossen. Aber ich musste eine Auszeit einlegen. Das ging nicht anders. Hier haben wir halt eine ganze Menge Möglichkeiten, uns auszutoben, eben weil schon ein gewisser Betrieb besteht. Und zum anderen ist es so, dass ich die Region hier wirklich wunderschön finde. Und dann kam genau die Idee mit dem Gewächshaus auf und die weiteren Pläne. Der Gewächshausaufbau hat sich durch verschiedene Umstände weiter herausgezögert, als ich das erwartet hatte. Wir haben die Erde, die vorher hier war, den guten Mutterboden erstmal auf die Seite gepackt. Der kommt quasi nachträglich in das Gewächshaus rein. Es baut ein bisschen mehr Druck auf, dass ich doch tatsächlich in der Lage sein sollte, dann auch mein Puzzle wieder zusammenzusetzen, was ich hier auseinandergerissen habe. Selbst wenn da Lücken sind in unserem Plan, denke ich, dass wir Stück für Stück das irgendwie kompensieren können. Hier in Sülges wohnen meine Eltern und betreiben Landwirtschaft im Nebenerwerb. Ich bin die Mutter von dem Stefan, die Elisabeth Fied, und wir wohnen nebenan. Das ist der Kirsch. Ja. Aber wohl, den können wir auch essen. Und das geben wir immer den Häschen. Das fressen die gern. Erstmal haben wir uns gefreut, dass er wieder zurückkommt, dass die Familie zurückkommt. Da hat ja Frau und Enkelkind mitgebracht und das war erstmal was ganz Tolles. Und sicher hätte man gedacht, naja, aus dem Studium, da macht er jetzt erstmal was raus. Aber das ist anders gekommen, gell? Mit dem Schatz hier. Und also wir haben die Kinder immer gern bei uns. Manchmal fällt es einem schon schwer, jetzt eben nicht mitzumischen oder da mitzumachen oder sich einzumischen. Man hat dann halt auch eigene Ideen und die jungen Leute haben andere Ideen und ja, man muss sich da ein bisschen bremsen.
Ja, dann wollen wir gleich runter. Bist du dabei? Oh, ich bin langsam müde. Ist hier noch eine, die du mitnehmen magst? Ich erinnere mich noch an das Telefonat, wo wir denen erzählt haben, was wir vorhaben. Und die haben es, glaube ich, nicht ganz verstanden, was wir damit meinten. Und jetzt nicht so klassisch, sag ich mal, eine Betriebsübergabe. Wir ziehen hier hin und arbeiten mit und irgendwann übernehmen wir es. Sondern wir kommen hier hin und machen irgendwie was ganz anderes, was vorher noch gar nicht auf dem Betrieb gemacht wurde, sozusagen. Also Gemüsebau und Legehennen. Da sind wir natürlich ein Stück weit jetzt auch in das Hoheitsgebiet meiner Eltern eingedrungen und mischen uns natürlich auf dem Hof mit ein. Aber das Gute ist, dass wir da eigentlich eine gesunde Streitkultur haben. Die ist nicht klein. Die ist klein. Willst du noch ein paar Kohlrabi mehr abmachen als nur für die Abokisten? Nee, nur wenn sie halt diese das abmachen werden müssen. Es ist so, dass natürlich immer Trial and Error dabei ist und wir uns auch mal vertun mit dem, was wir uns da denken. Mit dem Ergebnis, dass auch mal ein Salatsatz nix wird, weil wir doch an einem falschen Tag gesetzt haben. Haben gedacht, das Wetter wird so und dann wird es anders und dann klappt es nicht und dann müssen wir nachsetzen. Das kann frustrant sein oder wenn jetzt das Saatgut eben mal nicht die Keimquote aufweist, die man sich erhofft hat, dann steht man vor dem Beet und sieht nur das Unkraut und das ist schon kniehoch und die Kultur ist noch nicht da. Guck mal, die da? Die da, oder? Sicherlich waren da schon ein paar Momente, wo ich mir dachte, Mensch, ich hätte das besser, wenn ich einfach in meinen Stahlbetonbunker verschwinde und meine Messungen mache. Aber der Tag hat irgendwann ein Ende und hier ist es manchmal so, okay, Tag ist zu Ende, ist noch wirklich viel Unkraut da, es ist noch nicht vermarktet, was hier steht, es ist noch nicht sicher, ob das, was hier steht, dann auch so wird, wie wir es uns vorstellen. So, Ibo, ich glaube, wir sollten mal über die Pläne gucken. Ja. Dass wir nochmal die Außenansichten vergleichen. Du wolltest auch noch was aufhängen, oder? Ja, genau. Ich habe das jetzt mal ausgedruckt. Okay. Dass wir nämlich hier nochmal schauen. Also hier haben wir ja quasi die eine Frontansicht vom Haus. Ja, hoffen wir mal, dass es auch so schön wird, wie es da gerade aussieht. Definitiv, aber ich denke, dass wir das hier vorne so anthrazit und hier oben auch so lassen. Ich mache mir echt Sorgen, wenn ich im Keller bin, ob ich das überhaupt von der Puste her schaffe bis da hoch. Das sind ja lauter Treppen. Auf jeden Fall Sport mit dabei. Und für die Einliegerwohnung der Bodenschatz? Da würden wir auch einen Holzboden nehmen, oder? Ich würde da auf jeden Fall einen Holzboden. Ich glaube, das ist am besten, weil das sehr neutral ist. Das hier? Weil da erkenne ich, warum hast du das jetzt ausgesucht? Weil da erkenne ich jetzt nicht so. Ich finde das heller. Das wirkt irgendwie freundlicher, natürlicher, absoluter. Wenn du es, also wie gesagt, das überlasse ich dir. Mir sind andere Sachen wichtig. Alles klar. Aber du wirst schon sehr recht. Gut. Du wirst schon recht haben mit dem, was du da sagst. Ich glaube, dass das Haus insgesamt von unseren beiden Ideen natürlich lebt und wir da jetzt wirklich auch einige Kompromisse gefunden haben, die für uns beide gut passen. Und das ist ja auch unser Haus letztendlich. Also ich möchte das jetzt ja auch nicht alleine irgendwie durchdesignen. Von daher ist das echt ein schönes Gemeinschaftsprojekt auch geworden.